Guten Morgen. Heute möchte ich mit euch ein Flammkuchenrezept machen. Den Teig kann man aber auch durchaus für Pizzen verwenden. Und wir brauchen auch nur 4 Zutaten. Das ist einmal Wasser, 210 Gramm, 10 Gramm Hefe, 3 Esslöffel Olivenöl und 460 Gramm Mehl. Wir geben als erstes das Wasser in den Mixtopf. Geben die Hefe hinzu und erwärmen das Ganze 3 Minuten auf 37 Grad. Stufe 1. Die Hefe habe ich bei 37 Grad 3 Minuten auf Stufe 1 erwärmt und gebe jetzt das Mehl hinzu, das sind 460 Gramm. Und 3 Esslöffel Olivenöl. Das Ganze sieht jetzt so aus. Da kommt jetzt auch wieder der Deckel drauf. Und wir kneten das Ganze. Ich knete das immer gerne sehr lange. Ich sag mal so 5 Minuten. Dann ist es schön gut auf der Teigstufe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. In der Zwischenzeit habe ich eine Schüssel mit Backtrennmittel eingerieben. Damit lässt sich das Ganze später leichter aus der Schüssel holen. Und der Teig sieht jetzt so aus und kommt jetzt in die Schüssel. Und da kann er jetzt bis heute Abend vor sich hin gären, um dann weiterverarbeitet zu werden. Wie ihr seht, der Teig ging mühelos aus dem Thermomix in die Schüssel rein. Und da kommt jetzt, wie gesagt, der Deckel drauf und dann wird er später verarbeitet. Heute Abend gibt es leckere Pizza.